Schönen guten Abend von dieser Stelle. Neue Woche, ein paar neue Regelungen, aber nur alles in aller Kürze. Es hat sich nicht schrecklich viel getan. Zum einen werden die Sportstätten ab 2. Juni in Teilen wieder geöffnet. Wir organisieren jetzt für die Vereine auch, wie das in den Hallen ablaufen kann, denn es gibt hier Vorgaben, wie mit Platz, Abstand, Quadratmetergrößen umgegangen werden muss. Wir haben jetzt die Maßnahmen eingeleitet, um es zu organisieren. Die Vereine werden dann in Kürze von uns darüber informiert, denn es ist doch völlig klar, dass jetzt die Nachfragen kommen. Wie sieht es denn aus mit den Hallen und den Sportangeboten? Genauso Kinderbetreuung in den Pfingstferien war ein großes Thema. Es ist geregelt, dass das über die Schulen läuft. Die Schulen fühlen sich derzeit nicht in der Lage, das zu organisieren. Das hat einfach auch mit personellen Dingen zu tun und nichts, dass die Schulen darauf keine Lust haben. Wir versuchen und werden eine Notbetreuung auch hier in den Pfingstferien für Sie zu ermöglichen. Das bedeutet, dass wir zumindest tageweise und auch an halben Tagen hier Kinderbetreuung ermöglichen. Denn auch jetzt gilt, auch in den Pfingstferien, für die Familien ist die Situation nicht leicht und wir wollen wenigstens versuchen, ein bisschen entgegenzukommen. Ansonsten hat die Woche einigermaßen ruhig angefangen, keine Hiobsbotschaften, nichts Furchtbares, das heißt, wichtig mitzunehmen. Derzeit läuft die Vorbereitung der Hallenvergabe für die Vereine und wie es geregelt werden kann. Und zum anderen, Kinderbetreuung in der Ferienzeit wird etwas organisiert. Machen Sie es gut, kommen Sie gut in die neue Woche und ich freue mich, an anderer Stelle wieder von Ihnen zu hören und Sie vor allen Dingen irgendwann mal wieder live zu sehen. Dauert noch ein bisschen.